Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben jetzt März und im März haben wir euch nicht sehr, sehr viel zu erzählen, wie es sonst in den Videos ist. Deswegen heute wahrscheinlich etwas knapper. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute wieder interessante Themen zu einem CLA Shooting Break. SL63 E-Performance ist jetzt bestellbar. Verkürzte Lieferzeiten allgemein bei Mercedes-Benz. Muss man ja auch mal auf das Positive drauf eingehen. Elektrische G-Klasse, nur eine kleine Info darüber, CLE Cabriolet, Auslauf S580e und natürlich Neuzulassungen R-Könige, ihr kennt es ja bereits. Starten wir gleich mit dem CLA Shooting Brake, nicht mit dem, den wir bereits kennen, sondern ne, immer wieder dran denken, mit dem vollelektrischen CLA, der jetzt ja in Zukunft dann auf den Straßen fahren wird. Dementsprechend, kleine Ergänzung, wir haben jetzt auch die Freigabe oder die Info bekommen, beim Coupé wird es nicht nur bleiben, sondern wir werden dann auch zukünftig wieder ein Shooting Brake haben, so wie wir es ja bereits auch schon im Portfolio haben. Der CLA ist ja auf der gleichen Plattform wie der GLA und der GLB, der dann ja zukünftig wohl auch voll elektrisch sein wird. Ich bin ja sehr, sehr gespannt, weil das Foto oder die Fotos, die wir jetzt schon gesehen haben von dem Konzept CLA, so wie er wahrscheinlich aussehen wird, sind natürlich noch sehr, sehr extravagant. Und ich bin wirklich gespannt, sogar auch gerade bei dem Shooting Brake, wie denn diese sportliche, sehr, sehr moderne Form dann nachher auch in echt aussehen wird. Das Ganze werden wir dann aber erst 2025 sehen, also nicht mehr dieses Jahr. Ich denke mal, Ende dieses Jahres werden wir ja dann den CLA in der Coupé-Form dann final sehen können. Und das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Highlight in diesem Jahr, vor allen Dingen für mich. Und dann später wird aber auch noch wieder ein Hybrid folgen. Also es bleibt noch nicht bei dem vollelektrischen, ne, so wie es ja sonst immer gedacht ist, sondern wir haben auch noch einen Vierzylinder-Hybrid. Und der Motor ist in Kooperation von Geely hergestellt oder mit Kooperation Geely, wie bei dem Smart Hashtag One. Also schon eine Firma oder eine Marke, ein Unternehmen, was ja bekannt ist und sehr, sehr überzeugt auch in der Qualität. Und dementsprechend haben wir auch in dem CLA ja das bidirektionale Laden, nicht nur bei dem Coupé, sondern auch bei dem Shooting Brake nachher. Also wir können dann auch Energie in das Fahrzeug führen über eine Photovoltaikanlage und können dann aber auch genau diese Energie, also das Fahrzeug ist dann ein Energiespeicher, wieder zurück in das Haus leiten. Dementsprechend haben wir dann einen großen Akku und die Energie, die überschüssige Energie geht dann nicht verloren. Ja? Das ist eine ziemlich gute Sache. Aber auch der Geely wird bei Volvo zu finden sein. Also der Motor, der dann verbaut wird, der ist dann nicht nur in diesem Fahrzeug, sondern auch leicht modifiziert bei Volvo. Machen wir weiter mit dem SL63 SE Performance. Als ich das Fahrzeug das erste Mal im Internet gesehen habe, musste ich sehr, sehr schmunzeln, hat mich auch sehr, sehr gefreut, weil ich vor ein paar Monaten den GT63 SE Performance gefahren bin und der hat mich so dermaßen umgehauen, vom Sound her, von dem Turbolader, den man hört, wenn man beschleunigt, vom Anzug her, also für mich ein sehr, sehr beeindruckendes Auto. Ja, und das Ganze in einem SL63 SE Performance, also in einem kleinen sportlichen Cabriolet Roadster, ist schon echt eine Hausnummer. Das Fahrzeug ist jetzt endlich bestellbar. Optisch verändert sich natürlich wenig. Wir haben jetzt aber eine Ladeklappe im Heckbereich, so wie wir es auch beim GT63 schon kennen. Das Fahrzeug wird 816 PS Systemleistung haben. Systemleistung heißt, die Leistung ist nicht dauerhaft aktiv, sondern zu einem bestimmten Peak sozusagen abrufbar. Das heißt, wir haben 612 PS Verbrenner und 204 PS Elektro, können dementsprechend natürlich auch rekuperieren. Aber wir haben jetzt nicht ein Fahrzeug, was jetzt als, ich sag mal, elektrisches Fahrzeug genutzt werden soll, denn wir haben nur eine Reichweite von 13 Kilometer. Dementsprechend können wir das Fahrzeug natürlich nicht mit 0,5% versteuern und haben auch kein E-Kennzeichen, auch wenn es ein Hybrid ist. Zu laden ist das, also die Batterie ist dann mit 3,7 Kilowattstunden zu laden. Das heißt, wir haben einen AC-Stecker verbaut und sind dann in 2 Stunden wieder komplett einsatzbereit. Also wenn man das Fahrzeug jetzt beispielsweise, ich nehme mal das Beispiel Nürburgring nimmt, wo ja mittlerweile auch Schnellladestationen vorhanden sind, dann bringt uns diese Schnellladestation in dem Moment nichts, weil wir haben ja nur einen AC-Stecker, aber können dort aber dann auch wieder danach auf der Rennstrecke, wenn man möchte, im Roadster wahrscheinlich eher weniger, dann Gas geben. Ja? Auch hier haben wir eine Garantie auf die Batterie von 6 Jahren und 100.000 Kilometer maximale Strecke, die wir damit fahren können und sind da auch auf einer sicheren Seite. Ja?
Zu den Unterschieden noch mal so ein bisschen. Wir haben 2195 Kilogramm bei dem Fahrzeug und dementsprechend 225 Kilogramm schwerer, natürlich aufgrund der Batterie. Und im Heckbereich verändert sich natürlich auch was. Die Batterie, die ist ja nicht irgendwie im Dach eingebaut oder sonst wo auch immer. Also in diesem Fahrzeug ist ja eigentlich, denkt man, gar kein Platz für eine Batterie. Die ist natürlich wie sonst auch im Heckbereich verbaut. Dementsprechend haben wir auch dort statt 213 Liter Kofferraumvolumen im normalen 63er nur 110. Finde ich aber jetzt bei so einem Fahrzeug nicht wirklich schlimm. Ich glaube nicht, dass man jetzt auf riesengroße Shoppingtour fährt mit so einem Auto und dementsprechend finde ich jetzt Platz im Kofferraum ist dann wohl eher zweitrangig. Der Sound, ne, jetzt in Verbindung mit dem Hybridantrieb bei dem Fahrzeug ist ja an allererster Stelle und deswegen kauft man sich ja auch so ein Fahrzeug und nicht, um viele Taschen zu verstauen. Meine Meinung, eure Meinung kann natürlich eine andere sein. Ja, ausgeliefert wird das Fahrzeug auch schon im April 2024, wenn man das rechtzeitig bestellt. Also da auch wenig Lieferzeit. Ja. Thema Lieferzeit, bleiben wir gleich mal stehen. Wir haben natürlich immer mal in der Vergangenheit Probleme gehabt, nicht nur wir, auch andere Hersteller, was Thematik Lieferzeit betrifft. Ne? Also man bestellt sich ein neues Fahrzeug, freut sich darauf, möchte es sofort abholen, dann sagt der Verkäufer aber ja, kannst mal nächstes Jahr Q3, kannst du mal vorbeischauen oder wir können auch mal sprechen und dann gucken wir mal. Also Lieferzeiten, die waren schon ziemlich knackig zum Teil, es hat sich jetzt aber schon seit mehreren Monaten wieder normalisiert. Das heißt, wir haben hier wirklich, wenn wir jetzt sagen, wir möchten jetzt einen Neuwagen haben, können wir den schon ziemlich kurzfristig, je nach Modell, natürlich ausliefern oder dann auch als Kunde abholen. Deswegen habe ich das mal einfach so ein bisschen aufgeschrieben, damit man auch so einen kleinen Überblick hat, wie lange brauche ich denn jetzt für die Klasse an Fahrzeug. Also A-Klasse, B-Klasse, CLA, GLB wäre schon in Q2, also eine sehr, sehr knackige Lieferzeit. GLB, EQA, EQB, Q3. C-Klasse Limo Q4, C-Klasse T-Modell Q2 und der Hybrid Q3. Also Hybrid in dem Fall müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Hybrid ist aber auch bei der C-Klasse natürlich das, glaube ich, gefragteste Fahrzeug bzw. die gefragteste Motorisierung, Antrieb. Ja. GLC-Klasse Q3, E-Klasse Hybrid hatten wir ja auch schon mal, ich glaube, vorletzten Monat darüber gesprochen, dass ja dort auch Probleme mit dem 48 Volt bzw. Hybrid 48 Volt Lieferthematik war ja bei den Fahrzeugen ein großes Thema. Das soll sich jetzt wohl auch erledigt haben. Hat mich auch gewundert, weil es hieß ja wirklich, dass es jetzt monatelang erstmal so bleibt. Also E-Klasse Hybrid ab Q3, Verbrenner ohne Panoramadach, auch Q3. Und dann haben wir E-Klasse Limo mit Panoramadach ab Q4 und das T-Modell Q3. Ja. Also alles dieses Jahr. Das eine ein bisschen früher, das andere ein bisschen später. Dann nochmal unsere vollelektrischen Limousinen. Einmal EQE Q2, parallel dazu SUV in Q3, EQS in Q3 und als SUV in Q4. S-Klasse Q3 und das wunderschöne CLE Cabriolet und auch Coupé Q2. Ja, also ganz, ganz erfreuliche Lieferzeiten, wie ich finde. Und dann hält sich die Vorfreude nicht so massiv lange. Man kann sich dann ein paar Monate darauf freuen, das Fahrzeug bald abzuholen. Und dann kriegt man es aber auch sehr zeitnah. Dann eine kleine Ergänzung zu der vollelektrischen G-Klasse. Wie jetzt öffentlich auch gemacht wurde, bekannt ist es ja schon länger, dass die Subbrand EQ uns ja verlässt. Ne? Dass dann EQE alle Fahrzeuge mit EQ einfach nicht mehr EQ als EQ-Fahrzeug betitelt werden. Auch das kleine EQ-Logo an der Seite entfällt, das ist jetzt schon ein bisschen länger. Dementsprechend wird die G-Klasse G-Klasse heißen. Ob sie jetzt elektrisch ist oder ob es ein Verbrenner ist, da wird sich oder soll sich an dem Namen nichts verändern. Das nur so als kleine Ergänzung. Dann auch eine kleine Ergänzung. Wir haben letztes Jahr, war das glaube ich, ein Foto gezeigt, was aus internen Kreisen öffentlich gestellt wurde, beziehungsweise nicht von Mercedes öffentlich gestellt wurde, aber es war eine Übersicht der Motorisierungen vom CLE als Coupé und als Cabriolet. Und dort war ja ausgeblendet, und ich glaube später dann haben wir das nicht mehr als Balken gezeigt, dass es wohl ein CLE 63 AMG als Cabriolet geben wird. Und da wurde jetzt gesagt, nein, gibt es nicht. Also es ist wohl nicht auszuschließen, dass es mit der Modellpflege, das dauert ja noch ein bisschen, das Fahrzeug ist ja relativ neu, das heißt relativ ist ein sehr neues Fahrzeug, mit der Modellpflege könnte es sein, dass dann die Motorisierung wieder zurückkommt, in welcher Form auch immer, also ob als Hybrid oder nicht Hybrid, V8, brauchen wir glaube ich erstmal nicht mehr drüber reden. Dementsprechend ist da bei dem Cabriolet der CLE 450 der größtmotorisierte
CLE, ne, mit 381 PS und 23 PS 48 Volt Technik. Ne? Also 23 PS noch zusätzlich zum Boosten sozusagen, nicht zum rein elektrischen Fahren. Dann Auslauf S580e, also die Motorisierung wird jetzt noch bis Juni diesen Jahres produziert oder wird noch vom Band gehen und danach nicht mehr. Mit dem Unterschied bei den Formatic, also Allradfahrzeugen, bleibt es weiter bestehen. Also man möchte, denke ich mal, so ein bisschen in die Richtung gehen, was wird auch wirklich vom Kunden gefragt. Und ich schätze mal, Allradantrieb gerade bei der S-Klasse ist ja schon eine gefragte Ausstattung. Und dann hat Mercedes sich wahrscheinlich dazu entschieden, ja, die Nachfrage bei den nicht allradbetriebenen Hybriden ist wohl so gering, dass man sich davon erstmal verabschiedet. Aber ich glaube, wenn man so ein Fahrzeug möchte, ist das jetzt kein wirklicher Kompromiss, weil bei einem S580e ist Formatic schon, finde ich, eine sinnvolle Ausstattung. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Neuzulassungen. Wir haben hier wieder ein bisschen die Übersichten gezeigt und wir haben auch eine Übersicht der Fahrzeuge der Top 10 Richtung, was ist es für ein Antrieb, Hybrid, Benzin, rein elektrisch, Diesel. Und man kann ganz klar sehen, wenn man jetzt mal auf die allgemeinen Zulassungen schaut von Mercedes und dann einmal auf die Top 10 Fahrzeuge, dass man doch einen deutlichen Unterschied hat, was wirklich an Motorisierung gefragt wird. Also beim Elektroantrieb 15% Gesamt-Mercedes und bei den Top 10 nur noch 5%, also da 10% Abfall. Beim Diesel ist es gleichbleibend, beim Benziner ist es auch ziemlich, fast schon auf Nullpunkt, ist nicht Nullpunkt, aber 1% unter den Top 10 ist Benzinantrieb, ist natürlich, oder ein Benzinmotor verbaut, ist natürlich ja, eigentlich fast nichts. Und aber bei den Hybriden auch wieder ein krasser Unterschied, dass man wirklich bei der kompletten Produktpalette, also bei den Zulassungen, hat man 57% und bei den Top 10 70%. Dann sieht man schon ganz klar, wo die Richtung hingeht. Ne? Also C-Klasse, GLC, GLE ja mittlerweile auch sehr, sehr gefragt als Hybrid. Da wird auf jeden Fall eher dann Richtung Hybrid gegriffen. Ja, und das finde ich schon eigentlich zu erwarten, aber es wird auch da irgendwie immer deutlich mehr, habe ich das Gefühl. Genau. Unterschiede sieht man sonst in den Klassen relativ wenig. Also wir haben jetzt immer noch am Platz 1 C-Klasse, Platz 2 GLC, GLE, da ist wenig passiert. V-Klasse, dann kommt A-Klasse, E-Klasse, CLA, GLA, EQE, Vito. So, und jetzt hat man vielleicht schon gemerkt, da sind relativ wenig vollelektrische Fahrzeuge drin, nämlich nur ein Fahrzeug in diesem Monat unter den Top 10, nämlich der EQE. Sonst sind alle anderen ja, Verbrennerhybride. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber ich glaube, so ein Smart wird wahrscheinlich auch in Zukunft nochmal reinrutschen. Wahrscheinlich der Hashtag 3. Genau. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt, R-Könige. Sehr, sehr interessantes Fahrzeug, wie ich finde. Es wird betitelt als GLC. Wahrscheinlich wird es dann auch GLC in Zukunft heißen. Und nämlich den GLC 53 AMG hat man jetzt wohl abgelichtet. Natürlich oder getarnt als R-König. Das wird, glaube ich, nochmal ein richtig interessantes Fahrzeug, weil das Fahrzeug soll 800 Volt Technik verfügen. Dementsprechend können wir innerhalb von Minuten ordentlich Kilometer laden. Und das bei einem AMG ist natürlich schon eine schöne Nummer. Die Produktion startet 2026. Weitere Bilder sind noch nicht bekannt. Glaube ich, wird auch so schnell nicht passieren. Also wirklich so ein richtig gutes Bild. Man weiß aber, dass es ungefähr 544 PS haben wird als 53er. Und bei der GLC-Größe kann man jetzt wahrscheinlich von der Größe nicht mit den jetzigen GLCs vergleichen. Ich schätze mal, wie fast jedes neue Fahrzeug, ein bisschen größer. Aber das wird auch ein sehr, sehr interessantes Fahrzeug. Also ich glaube, viele Fahrzeuge, die in Zukunft kommen werden, werden die Fahrzeughistorie von Mercedes doch nochmal sehr stark verändern. Wie nämlich auch auf der neuen Plattform AMG EA. Da haben wir auch ein Foto gesehen in einem Schneegebiet, wo man wirklich eine sehr, sehr lange Silhouette sieht. Also eine Coupé-Form, Sportcoupé, total getarnt im Heckbereich, also komplett andere Scheinwerfer. Man kann relativ wenig vom Fahrzeug erkennen, unabhängig jetzt von der Folierung, die man ja sowieso immer bei R-Königen sieht. Aber ziemlich großes Fahrzeug. Und von der Form her kann man sich das natürlich alles so ein bisschen ausmalen, wie es dann nachher in Zukunft aussehen wird. Aber ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Wird sehr, sehr gut. Also sehr, sehr flaches Fahrzeug, relativ groß, das heißt auch ein bisschen breiter, wird dann vernünftig auf der Straße liegen mit der Batterie, die dann natürlich noch den Schwerpunkt nach unten zieht, sag ich mal. Und ganz interessant wird natürlich in erster Linie der Antrieb sein.
Dort sollen dann ja komplett neue Elektromotoren verbaut werden und eine komplett neue Batterie mit einer anderen Zellchemie, sodass wir mehr Leistung abgeben können, mehr Kapazitäten mit Sicherheit haben werden und die Batterie aber an sich kleiner ist, um Gewicht zu sparen. Und zusätzlich haben wir dann auch noch Elektromotoren, die dann 25 Kilogramm wiegen und deutlich mehr Leistung abgeben wie die jetzigen Elektromotoren. Also wir haben dann 25 Kilogramm und ca. 486 PS und 800 Newtonmeter bei einem Elektromotor. Also wenn man jetzt so einen Motor an jeden Rad oder an jedes Rad setzt, dann ist das eine richtige Rakete, glaube ich. Und wir haben dann ungefähr, also man kann so davon ausgehen, an die 1000 PS, ist schon eine Ansage, bei 1600 Newtonmeter. Also ich glaube, da muss man beim Beschleunigen auf jeden Fall seinen Kopf an die Kopfstütze lehnen, sonst hat man danach eine massive Nackenstarre. Ja, also das sind zwei Fahrzeuge, die ich sehr, sehr interessant finde. Natürlich gerade AMG auf der AMG EA-Plattform, was noch komplett Neues, die dann Ende 2025 vorgestellt wird. Also ich glaube, da können wir uns auf ganz, ganz, ganz viele schöne neue Fahrzeuge freuen und neue Technik natürlich. Das soll es gewesen sein, heute ein bisschen weniger. Wir sehen uns nächsten Monat. Ciao, ciao.